Hallo und herzlich willkommen hier aus unserem Minecraft Realm. Und heute geht es um was Besonderes, denn heute geht es um eine Abstimmung. Und ihr alle, also alle Zuschauer, können an dieser Abstimmung teilnehmen. Es geht darum, wie bauen wir unseren Nether Hub? Ich zeige euch mal, wie der momentan aussieht. Unser momentaner Nether Hub sieht ungefähr so aus. Ja, er ist breit und hoch genug, um zu fliegen. Ja. Er hat eine Bahnstrecke, aber er ist nicht schön. Er ist einfach mit den Materialien gebaut, die wir gerade zur Verfügung hatten. In den meisten Fällen auch noch Netherrack. Und wir wollen das Ding jetzt endlich mal schön bauen. Und unsere Mitspieler haben ganze vier Designs entworfen. Und die zeige ich euch jetzt alle mal. Und dann könnt ihr euch entscheiden. Am besten schreibt die in die Kommentare, welche Nummer euch am besten gefällt. Los geht's, wir gucken uns alle in Ruhe an. So, und hier sind wir auch bei den vier Designs. Und wir fangen bei Design Nummer 1 an. Ich zeige euch alle vier nacheinander. Und ihr könnt dann entscheiden, welches Design euer Favorit ist. Bitte stimmt alle fleißig ab. Einfach in die Kommentare die Zahl schreiben, die ihr cool findet. Weil dann haben wir umso mehr Leute, das auswählen. Umso cooler ist es. Umso demokratischer ist es dann auch. Fände ich sehr, sehr cool. Also Leute, los geht's. Wir schauen uns Design Nummer 1 an. Alle Designs sind 9x9 Blöcke, sollten es sein. Größer ist nicht schlimm, aber sie sollten genug Platz zum Fliegen haben. Sie sollten Bahnschienen haben. Sie sollten eine Eisstrecke haben für Boote. Und das ist Design Nummer 1. Hier ist die Eisstrecke mit Seelaternen, mit Quarz und mit Prismarin und mit Schwarzstein. Slabs drauf, damit es sicher ist. Die Knöpfe sind auch dafür da, damit keine Mobs drauf spawnen auf dem Eis. Hier ist es die Bahnstrecke Nummer 1, hier Nummer 2, also hin zurück. Das sollte so, das ist vorgegeben gewesen. Und das ist Design Nummer 1, Leute. So, Design Nummer 2 ist dieses hier. So, wollen wir nochmal richtig machen. Und zwar ebenfalls Prismarin, Quarz. Und eine schöne Beleuchtung da oben mit Säulen. Die Elemente, die kommen, diese Säulenelemente kommen nur alle fünf Elemente. Also die Säulen werden relativ selten kommen. Schöne Trapdoors. Auch hier wird natürlich überall Knöpfe sein müssen, damit keine Mobs spawnen. Das machen wir auch noch. Und ja, die Schienen sind da. Sehr schönes Design. Vor allen Dingen ist es ein sehr rundes Design. Also finde ich sehr, sehr organisch, sehr, sehr schön. So, das nächste Design ist Design Nummer 3. Dunkler, viel Schwarzstein, aber auch Quarz und Wirholz. Auch sehr, sehr schön gemacht. Nice, finde ich auch wirklich toll. Auch hier die Bahnschienen an der Seite, die Bootsrinne in der Mitte. Und ja, Seelenlaternen als Beleuchtung. Ihr entscheidet. Und jetzt schauen wir uns Nummer 4 an. Nummer 4, ebenfalls Bahnschienen außen und Eis in der Mitte. Das ist überall so. Ja, ein schönes farbiges Design hier mit Rot. Auch sehr, sehr rund. Finde ich auch sehr, sehr nice. Also 1, 2, 3, 4. Vier Designs stehen zur Auswahl, Leute. Und ihr entscheidet jetzt. Schreibt in die Kommentare 1, 2, 3, 4. Welches findet ihr am geilsten? Ich habe extra keine Namen genannt. Wir wissen nicht, wer es gebaut hat, beziehungsweise ich weiß es. Aber man muss es nicht wissen, um die Designs schön zu finden. Und jetzt seid ihr gefragt, Leute. Stimmt ab. Und dann wird bald unser Nether Hub so aussehen wie eines dieser Designs. Und zwar der ganze Nether Hub. Da freue ich mich drauf. Ist ein geiles, großes Projekt. Wir brauchen viel Material. Aber das ist egal, das kriegen wir zusammen. Und in den nächsten Videos, die wir machen im Realm, werden wir dann vielleicht schon durch unseren neuen Nether Hub fliegen. Vielleicht noch nicht im nächsten Video, aber danach. Versprochen. Also, macht's gut, Leute. Ah ja, lasst noch ein Like da und ein Abo, wenn ihr mich nicht kennt. Und eure Stimme. Also. Ciao, ciao.